Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny am Start für euch und heute mit einem neuen Teil von Nuke mit jeder Waffe. Heute seht ihr eine Nuke mit UMP 45. Natürlich in MP2 gespielt, sonst würde das Ganze natürlich keinen Sinn ergeben. Und wie ihr schon sehen könnt, ist es die Standardklasse. Ich muss ehrlich sagen, das Gameplay ist jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Ich meine, UMP ist sehr stark, wie jeder weiß, und damit eine normale Nuke zu machen, ist jetzt wirklich nichts Krasses. Ich habe aber mit der Standardklasse gespielt, mit Marathon, Leichtgewicht, Ninja, UMP, Holographisch, Magnum, Tactic Knife, die gelben Granaten und die Semtex, dies, das, Ananas, ihr wisst schon, also MW2-Spieler, die wissen ja, wie die Klasse aufgebaut ist. Und ich habe damit eine, jetzt muss ich nachschauen, 113 Sekunden Nuke geschafft. Ist, denke ich mal, eigentlich ganz akzeptabel für die Klasse. Das Gameplay ist auch schon sehr alt, ich weiß gar nicht, welchen Namen ich dann noch habe, ob ich dann Apocalypto Desti hieß, keine Ahnung. Tut aber auch nichts zur Sache. Was ich sonst noch kurz loswerden wollte, also nochmal ganz kurz was zum Gameplay. Wie gesagt, das Gameplay ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich meine, ihr wisst ja, ich habe schon Triple Nukes mit UMP erspielt und 100 Plus und dies und das. Und ja, keine Ahnung, weil ich in letzter Zeit, ich wollte eigentlich ein krasseres Gameplay, gerade mit den starken Waffen wie Farmers, UMP und sowas, wollte ich schon jetzt hier mit UMP auch ein besseres Gameplay erspielen, aber es ist leider nichts Besseres entstanden, weil ich auch nicht spiele, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und weil ich auch ja, im Moment so kaum Zeit habe, lade ich auch heute nur ein kurzes Video hoch. Ich hoffe nur, dass es nicht stört. Ich habe schon gemerkt, ich habe irgendwie 6 D-Abos in den letzten Tagen bekommen. Ich habe aber leider echt keine Zeit. Was glaubt ihr, warum die letzten 5 Tage keine Videos gekommen sind? Ja, jetzt habe ich ab, also Mittwoch ist mein letzter Arbeitstag und dann habe ich erstmal dick fett frei. Bis nächsten Montag quasi. Also richtig dick verlängertes Wochenende und da werde ich mir die Zeit, denke ich mal, nehmen. Und ja, etwas mehr spielen, weil ich auch Zeit habe zu spielen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen, denn das motiviert mich natürlich, noch mehr Videos zu machen. Ansonsten lasst es einfach oder gebt einen Daumen runter, ich weiß es auch nicht. Haut rein, schöne Sommertage noch, bis demnächst, servus.